Spitzenspiel aus Linzer Sicht. Der FC Blau-Weiß Linz traf nämlich auf den Tabellenführer Kapfenberg. Zu Hause im Donauparkstadion sind die Linzer ja stark und man wollte ganz gerne den Kapfenbergern die Punkte abknöpfen. 1000 Zuschauer freuen sich auf den Auftakt zur Rückrunde und sie sind vor allem auf die Neuerwerbung Daniel Neuholz gespannt. Er kam über Admira Wacker und der SV Ried zum FC Blau-Weiß Linz und er soll den Tabellenführer zum heißen Tanz bitten. Die Hausherren beginnen sehr verhalten und scheinbar nervös. Waldmüller auf den sonst so souveränen Goli Hüttner. Schwerer Fehler, Hannes tot, Riesenchance, aber Hüttner kann ausmerzen. Der Kapfenberger SV eindeutig initiativer. Tot auf Skriverneck, aber das Leder verfehlt relativ deutlich das Gehäuse der Hausherren. Dann erstmals Blau-Weiß. Aschauer auf Gradaskiewicz und das war die ganz dicke Möglichkeit, der Gastgeber in Führung zu gehen. Eintracht-Wels-Coach Ernst Knorrig ist als Spion zu Gast und er sieht weiterhin sehr angriffslustige Kapfenberger. Die Kensi-Elf weiterhin mit sehr viel Respekt vor dem Tabellenführer und mit weiten Passes gelingt es den Herren in Rot immer wieder Löcher in die Blau-Weiß-Abwehr zu reißen. Skriverneck zieht einfach ab, aber der Querbalken rettet hier für den bereits geschlagenen Andreas Hüttner. Dann endlich wieder die Herren in Blau, deren Angriffsbemühungen des Öfteren im Keim erstickt werden, wenn, dann wurde es aber brandgefährlich. Aschauer, der Ball wird lang und länger und am Ende zu lang. Zuversicht bei den Fans des FC Blau-Weiß Linz, Freistoß Binder, aber der Ball geht an Freund, Feind und Tor vorbei. Wieder eine Unachtsamkeit in der Blau-Weiß-Abwehr. Tott gegen Hüttner. Tott. Kläglich ist noch sehr höflich ausgedrückt. Mit etwas Dusel retten die Gastgeber das 0:0 in die Kabine und nach dem Pausentee ist die Kensi-Elf etwas mutiger. Aschauer auf Gradaskiewicz. Andi Huema streichelt das Leder bloß und somit ist auch diese Gelegenheit zur Führung dahin. Das Spiel im zweiten Abschnitt auf sehr bescheidenem Niveau. Die Gäste wollen aber unbedingt die 3 Punkte. Skriverneck, wieder nix. Der Kapfenberger SV hat nun zu viel Spielraum. Wieder Skriverneck auf Bleiwerk, der sich am Bollwerk Hüttner die Zähne ausbeißt. Ein leichter Lupfer hätte es hier wohl getan. Die einzige nennenswerte Chance der Blau-Weißen in der Schlussphase ist eigentlich gar keine. Duro kommt hier zu kurz. Der Tabellenführer bläst zum Schlussangriff, Freistoß Tott. Keine Gefahr. Noch 6 Minuten, die Gastgeber müssen noch einmal um den einen Punkt bangen. Skriverneck sieht Bleiwerk, 0:1 dachten viele, aber der Schiri entscheidet auf Abseits, auch wenn es die Kapfenberger nicht wahrhaben wollten. FC Blau-Weiß Linz gegen Kapfenberger SV. 0:0. Adam Kensi, 1 Punkt zum Auftakt gegen den Tabellenführer. Sind Sie zufrieden mit dem, was die Mannschaft heute gezeigt hat? Ja, von Punkt sicher. Wenn man macht 1 Punkt gegen Kapfenberg, dass ich bin zufrieden. Aber wir haben vielleicht zu viele Respekt gezeigt. Wir sollten ein bisschen mehr offensiv spielen. Das erste Spiel ist immer so etwas wie eine Standortbestimmung, sage ich einmal. Wo steht Ihre Mannschaft momentan für Sie? Ich glaube, wir können nur besser spielen. Wir können ein bisschen frischer spielen. Heute war nicht optimal. Wir haben vielleicht, so wie ich habe gesagt, ein bisschen zu viel Respekt. Und vor allem, wir müssen ein bisschen frischer nach vorne spielen. Was ist mit dieser Mannschaft noch möglich in dieser Saison? Na sicher, wir möchten nach oben. Das ist klar, um die 5. Platz möchten wir dort am Ende sein.